Hey Leute und herzlich willkommen zu Movie MAD. Heute kicken wir den 2002er Resident Evil. Und wie ihr seht, ich fand den Film damals so toll, dass ich ihn mir in der Special Media Markt Edition gekauft habe, wo man hier vorne so auf Blut rumdrücken kann. Fand ich damals irgendwie lustig und hat sogar einen Euro weniger gekostet als die Original, also die nur Hülle. Und ja, als ich halt so alt war, habe ich gedacht, das wird bestimmt mal was wert. Ja, ich fand den früher ziemlich locker und also ich fand den wirklich sehr gut. Man muss dazu sagen, als dieser Film rauskam, war ich halt auch wirklich tatsächlich erst diese 16, die man sein darf. Und da findet man jeden Rotz geil. Ich habe Teil 2, 3, 4 und 5 tatsächlich auch hier zu Hause. Hab den 6. aber noch nicht mal geguckt. Weder im Kino noch habe ich irgendwie Bock, den zu gucken, weil also am besten zu beschreiben ist, geht mal auf den Kanal von Red Letter Media und guckt euch an, wie die sich die Filme alle am Stück angucken und am Ende total durchdrehen, weil ziemlich genauso bekloppt wird man heutzutage bei denen. Der wurde tatsächlich, glaube ich, damals auch größtenteils in Babelsberg gedreht und hat auch deutsche Schauspieler mit dran. Ich glaube, da war auch Heike Makatsch hat da mitgespielt. Wie gesagt, Mila Jovovich spielt natürlich mit. Und Michelle Rodriguez. Und ja, da hat Mila Jovovich ja ihren Typen kennengelernt. Ich habe schon ganz schlimme Befürchtungen, dass die Special Effects gerade, also überhaupt nicht mehr gut gehalten haben. Practical, mal kicken, wenn es noch welche gibt. Habe ich jetzt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Ob. Ja, und los geht's. So, die Damen, fertig sind wir mit dem 2002er Resident Evil und was soll ich euch sagen? Das Beste an dem Film ist die Hülle hier mit dem ganzen Blut drin. Totaler Mist, das Ding. Fangen wir an mit unserem Rant. Also, die Sets sehen alle aus wie Sets. Nichts davon sieht irgendwie natürlich aus. Es sieht alles konstruiert, billig, pappig aus. Man sieht gerade an dem, wo sie mal an echten Orten arbeiten können, sieht man so diesen Unterschied und es sieht scheiße aus. Wo wir gerade bei scheiße aussehen sind, geht es nämlich gleich weiter. Die Beleuchtung ist echt aus der Hölle. Also das war wahrscheinlich sein erster Tag. Und die Cinematografie ist auch komplett für die Mülltonne. Keine aufregenden Kameraeinstellungen, generell die Kameraarbeit ist furchtbar. Und wer kam darauf, das im 16:9 Format zu drehen. Das ist, das wäre ein bisschen breiteres Format, wäre viel besser gewesen, um das alles, ne, für Spannung und so, auch wenn in engen Räumen, aber für Spannung wäre das besser gewesen, damit wir sehen, wie Zombies oder welche auch immer auf die Leute zukommen, um Spannung aufzubauen. Und wo wir gerade bei Spannung aufbauen sind, dieser Scheißfilm hat keine Ahnung, wie man Musik richtig nutzt. Also, es gibt Szenen, die sind, müsst ihr euch vorstellen, die Hauptcharaktere stehen da, peng, 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 peng. Und da hinten kommen irgendwo ganz weit weg Zombies in Zombie-Tempo. Und ich meine jetzt nicht 2004er Dawn of the Dead Zombie-Tempo, sondern Shaun of the Dead-Tempo. Und es ist überhaupt nicht spannend. Aber wir kriegen von Rockmusik suggeriert, das muss jetzt spannend sein. Oder da ist echt Action, aber es ist überhaupt keine Action, es passiert nichts. Die Szene geht 2 Minuten und die Hauptdarsteller haben sich nicht mal bewegt. Die sind nicht mal von der Stelle gekommen. Es ist keine Spannung, aber die Musik sagt uns, Spannung nicht, es ist keine Action, aber die Musik sagt uns, es ist Action. Und generell sollte in den meisten Szenen in diesem Film eher Musik gewählt werden, die Spannung aufbaut und nicht Action, weil was denn für Action, wenn da einer ankommt mit dem Tempo von einem erschossenen Wildschwein. Das ist Quatsch. Niemals, also, da ist nicht gut, gar nicht gut. Generell, ich kann gleich durchwenden. Dieser Film hat
33 Millionen gekostet. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wie viel? Also diese 33 Millionen sind mindestens 45 oder 50 Millionen gewesen 2013, also so umgerechnet mit Inflation. Und da haben sie für die Hälfte Evil Dead drehen können. Ne? Also für die Hälfte von den 33 Millionen, ne? Für 17 Millionen konnten sie Evil Dead drehen, der viel bessere Kameraführung hat, viel bessere Cinematografie generell, Ausleuchtung, alles sieht besser aus, nicht mal die Sets sehen aus wie Sets. Und dieser Film sieht, oh Gott, der sieht aus wie, als wenn irgendwelche Studenten, schlechte Studenten, Informatikstudenten gedacht haben, wir drehen einen Film. Und wir haben davon keine Ahnung. Die Zombies sind geschminkt, als wenn die sich hingestellt haben hinter irgendjemandem, der Durchfall hatte. So, pff, 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 der Nächste. Und so sehen die aus. Alle sehen sie furchtbar scheiße aus. Also im wahrsten Sinne des Wortes sehen sie deswegen scheiße. Und ist euch mal aufgefallen, wer der Held in diesem Film ist? Der eigentliche Antagonist. Ich meine jetzt nicht die Zombies, sondern die Red Queen. Die Red Queen ist der Held. Und die Protagonisten sind eigentlich die Antagonisten, weil die sorgen dafür, dass die ganze Welt untergeht. Die Red Queen wollte die Erde retten und unsere Protagonisten sorgen dafür, dass sie untergeht. Wer hat das geschrieben? Abgesehen, wo wir gerade bei Schreiben sind. Wie verdammt scheiße faul muss ein Drehbuchautor sein, der einen Film so enden lässt wie diesen Film? Das ist das Billigste, was man machen kann, zu sagen, wir lassen das Ende einfach offen für einen Cliffhanger. Da machen wir uns in 3 Jahren Gedanken für. Drüber. Das ist scheiße, das ist billig, das ist Rotze, das ist scheiße. Ein guter Punkt. Ich habe sogar noch einen zweiten, abgesehen von der geilen Hülle. Und zwar, diese komischen Grafiken von dem Hive, die sehen tatsächlich aus, als wenn sie eine Videospielverfilmung gehören, als wenn sie zu Resident Evil passen würden. Der andere gute Punkt, der einem auch irgendwie traurig macht, ist James Purefoy. Ja, guck mal nach. Toller Schauspieler, der ist vollkommen überfordert davon, wie schlecht dieser Film ist. Man sieht immer, wenn man ihn sieht, und man sieht ihn leider viel zu selten, der hat's drauf. Und alle anderen nicht. Also zum Beispiel Mila Jovovich, dieses Talent. Also, nehmt mal irgendwelche Screenshots aus dem Film, egal welche. Es ist immer derselbe Gesichtsausdruck. Man muss immer rätseln, hat sie jetzt Angst? Ist sie erregt? Freut sie sich? Hat sie Spaß? Es ist furchtbar. Man sieht dieser Frau nicht an, was ihr durch den Kopf geht. Also, Top-Schauspielerin. Also, ich wurde damals mit 16, als ich den im Kino geguckt habe und dann später auf DVD gekauft habe, aber ich glaube auch, da war ich auch noch 16, vermutlich von der Musik in die Irre geführt, dass dieser Film aufregend ist. Der ist nicht aufregend, der ist furchtbar langweilig. Oder. Diese Szene mit den Hunden, die hatte ich irgendwie sehr viel besser in Erinnerung. Diese, weiß nicht, 8 oder 9 oder 10 Hunde kommen da an und man sieht sie mit der Knarre. Und was sieht man dann? Nur noch den scheiß Lauf. Man sieht nur noch den Lauf, wie sie öfter daneben schießen muss, das Magazin weniger mehr Schuss hat, als es haben sollte. Und dann sind alle Hunde tot, außer der einen, den tritt sie weg. Ein Move, der, glaube ich, nicht geht. Furchtbare Scheiße. Also furchtbare Scheiße. Alle Schauspieler, wie gesagt, außer James Purefoy sind kacke, die Musik ist kacke, die Optik ist kacke. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten, das wird bestimmt lustig. Mein persönlicher Lieblingsfilm, allein schon, weil Tom Gerhardt mitspielt. Wie findet ihr den Film? Findet ihr noch gut? Findet ihr die Spiele besser? Die Spiele sind besser. Lasst ein Abo hier und werdet damit Sally Ersten. Oder einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.